Song ins Klavier. Ja, schön hier zu sein in Berlin. Mir ist ja aufgefallen, dass der Bundespräsident eigentlich nicht erst seit ein paar Monaten wegen dieser Kreditaffäre in der Kritik steht, sondern eigentlich schon seit einem Jahr wegen seinen Reden. Der Bundespräsident hat ja versöhnliche Worte gegenüber der Islamischen Gesellschaft gesprochen, hat gesagt, der Islam gehört zu Deutschland. Finde ich angesichts von 6 Millionen Moslems jetzt nicht so umstritten. Wenn das nicht in der Türkei durch glänzenden Zynismus wieder revidiert hätte, hat er gesagt, der Islam gehört zu Deutschland wie das Christentum zur Türkei. Zyniker ohne das Treue der Bundespräsidentin. Also gut hätte er auch sagen können, dass nicht, der Islam gehört zu Deutschland wie ofenfrischer Schweinsbraten in die pakistanische Koranschule. Aber leider hat diesen islamfeindlichen Zynismus in der islamischen Welt keiner verstanden. Der extra einen Karton mit 200 brennbaren Deutschlandflaggen bei eBay reingestellt. Ja, eigentlich waren es belgische, die waren billiger im Einkauf. Den Unterschied merkt in Pakistan keine Sache. Aber es ist irgendwie nicht gelaufen. Muss ich halt doch wieder auf Israelische zurückgreifen. Ich sage immer, wenn die Araber israelische Produkte boykottieren wollen, müssen sie erstmal aufhören, die Flagge zu verbrennen. Der größte Hersteller von Israel-Flaggen ist wahrscheinlich nicht Saudi-Arabien. Aber um auf den Bundespräsidenten zurückzukommen. Wenn er mit seinen Reden in der Kritik steht, dann muss er auch mal was Wahres sagen, hat er sich gedacht. Also hat er gesagt, Bayern gehört zu Deutschland. Fand ich von all seinen Aussagen am umstrittensten. Die Frage ist ja, ob Bayern in Deutschland überhaupt integrationsfähig ist. Unser bayerischer Ministerpräsident Horst Seehofer hat ja gesagt, die Voraussetzung für eine gelungene Integration sei eine gemeinsame Sprache. Im WDR laufen wir immer noch mit Untertiteln. Ich habe so eine Dokumentation gesehen über rechtsradikales Gedankengut in Niederbayern. Da war so ein Typ, Bayer Mitte 40. Herr Birnbaum, Hollerstamm, Kreiskunstifix, die kennen alle den Auskauf. Ein scheiß Neger mit den langen Zipfeln, Kanottenbürschel, nix arbeiten wollen, sind im Bett, dann hat der Frau keine Haschenspitze. Untertitel WDR, ich bin sehr erbost über die andere. Anstatt mehr Migranten ins Land zu lassen, sollten wir lieber mehr Beschäftigungsmöglichkeiten für über 50-Jährige schaffen. Da sind mir spontan in Anlehnung an Jürgen Rüttgers Kinder statt Inder mehrere potenzielle CSU-Wahlzeiten. Also ich möchte ein paar vorschlagen. Einer wäre zum Beispiel alte Tanten statt Migranten. Alternativ auch alter Sack statt Kanak. Dann hätte ich noch anzubieten, lieber alte Gurke als versteckt unter der Burke. Und mein absoluter Favorit wäre, lieber Gicht an beider Hand als noch ein fauler Immigrant. Rechtspopulisten schreiben ja manchmal Sachen, die kannst du als Kabarettist nicht schreiben, so genial sind die. Und das finde Horst Seehofer ist kein Rechtspopulist. Aber der französische Rechtspopulist Jean-Marie Le Pen hat 2002 mal in einem TV-Interview gesagt, Rassist, Rassist, bitte, ich bin doch kein Rassist. Aber wie soll ich ihm beweisen, dass ich kein Rassist bin? Soll ich einen AIDS-kranken Neger heiraten? Herrlich, eine These aufstellen, sich sofort selbst widersprechen. Genauso wird er auch sagen, Rassist, Rassist, ich bitte Sie.
Machen doch keinen Unterschied mehr zwischen Menschenrassen. Juden, Neger, Zigeuner, Türken, scheißegal, die hören bei uns alle gleichermaßen verdorschen. Aber solche Leute sind ja Gott sei Dank. Schlimmer sind die, die so seriös daherkommen mit so einer zurechtgebogenen Statistik untermalen. Statistiken sind halt Hochrechnungen, die mit der Realität nicht zwangsläufig was zu tun haben müssen. In den USA ist mal eine Statistik veröffentlicht worden über Ängste des Menschen. Daraus ging hervor, die größte Angst des Menschen sei, vor Leuten frei sprechen zu müssen. Die zweite sei der Tod. Der Tod ist Nummer zwei. Das heißt, dass der Typ, der die Beerdigungsrede hält, lieber im Sarg liegt. Etwas so schaden muss ja nicht alles so sein. 60% aller Kabarettisten können auch Klavier spielen. Ich kann es nicht und trotzdem warte ich seit 5 Minuten.